Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Play Factorio mit dem Obergenau. So. Ich will erst mal angucken, was wir alles gemacht haben in der letzten Session. Wir sind so übel unterwegs momentan. Ich baue gerade so ein bisschen, das seht ihr schon. Und zwar, was ich jetzt mache, ist unsere Erzfabrikation. Ach ja, wir haben hier oben schon alles. Ist ein bisschen lahm. Also, weiß nicht, geht dir das auch so? Also, ich bin. Warte, ich komme sofort. Ich wollte jetzt eben. Warte, was wollte ich erforschen? Automobilität wollte ich. Weißt du auch nicht. Ich wollte doch mit Autos rumfahren. Das hatte ich in der letzten Folge. Nee, Optics wollte ich erstmal machen, damit wir erstmal Solarpanels bauen können. Ja, beziehungsweise Lampen. Automatisierung wäre ganz gut, weil dann können wir nämlich grüne Fläschchen. Also, Optik braucht 10 Fläschchen. Das ist ja reiner Milch. Fertig. Komm, los, go, go. Das ist gar kein Stress. So. Macht's jetzt gleich einmal wupp. So, das brauchen wir mehr. Achtet auf die Leiste, Jungs. Wupp. Das Ganze kommt jetzt noch einmal und dann ist das schon durch. Ist das so, schon gegessen mit der Optik. Und dann baue ich hier geile Lampen auf. Geile Lampen? Also richtig nice Lampen? Ich hoffe, dass das so Flutscheinwerfer sind. Also so stelle ich mir das vor. Ja, ein bisschen Licht geben die schon ab. Also das ist schon okay. Dim, dim, dim. So. Schütztürme könnten wir auch schon machen. Also ich guck mal gerade, was so die ganzen leichten Forschungen sind. Die so extrem schnell jetzt gehen würden. Ja, wir, also wie gesagt, Automatisierung wäre halt... Automatisierung 2 ist auch... Ja, das wäre ganz wichtig, weil das bringt uns halt spieltechnisch voran. Ne? Ah, okay, also unsere aktuellen Fabriken können nur aus 2 Sachen was herstellen und die dann aus... Okay, dann mache ich das. Genau, ich habe jetzt mal ein bisschen den Stahlplatten-Output erhöht, weil bei unserer Zahnradfabrikation kommt nichts an, weil wir durch unsere Kiste zu schnell wegfischen. Da muss ich mal ein bisschen langsamer machen. Weil sonst haben wir zwar lauter Stahlplatten in unserer kleinen Kiste drin, aber hinten an der Fabrikation ist nichts mehr los. So, das läuft jetzt. Jetzt wird, ihr seht schon, jetzt kommt auch hier bei unserer Erzfabrik. Läuft das denn mit dem Licht? Warum strahlen die nicht? Die müssen dann Strom stehen. Oder es muss Nacht sein. Ah, das war, glaube ich, das, was fehlte. Genau, dann sehen nämlich auch die Leute, die hier zuschauen, ein bisschen mehr, weil nachts ist ja schon ein bisschen finster. Dö. So, ich brauche mal hier ein paar Eisenplatten. Ja, kannst du. Weil die verwerten wir hier komplett. So, ich schaue jetzt mal, was könnten wir jetzt eigentlich anstellen? Also, wir haben jetzt hier einmal die Zahnräder. Und damit könnten wir alles Mögliche bauen. Ist jetzt eine gute Frage. Was machen wir damit? Autosave. Was machen wir damit? Es kommt immer noch nicht genug Stahlplatten an, sehe ich gerade. Also, es laufen jetzt bis zur Fabrik 3 laufen alle. 4. Ja gut, das ist jetzt nur so lange, wie Fläschchen produziert werden, zumindest rote. Danach staut sich der Zahnradverbrauch. Das sieht schon deutlich angenehmer aus mit dem Licht. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich guck mal gerade auf die Karte, ob wir schon irgendwelchen Alien-Kontakt haben. Tatsächlich noch nicht, aber ich sehe gerade, dass bei uns im Norden ein riesengroßes Ölfeld ist. Siehst du das auch? Warte, ich bin gerade mal am Licht platzieren. Das sind diese lila, oder was sind das? Ja, lila Punkte oder Vierecke. Zoomen wir mal rein auf diese Pixel hier, ja. Ja, sehe ich. Riesengroß hätte ich jetzt anders gedacht, aber es ist auf jeden Fall da. Also für ein Ölfeld, was man so kennt, ist das gigantisch. Normalerweise sieht man nur die rechts, diese 4, 5 Stück, aber das ist ja riesengroß, also es ist echt viel. Okay. Das werden wir auf jeden Fall komplett leer machen. Also ich habe jetzt alles so ein bisschen provisorisch mit Lampen ausgestattet, dass es hier ein bisschen heller ist in der Nacht. Gut. Also mein Ziel, habe ich 2 platziert aus Versehen? Mein Ziel ist es jetzt, Fläschchen weiter zu produzieren. Und zwar, wenn wir dann die Automatisierung 2 haben, baue ich gleich bessere Fabriken, damit wir auch grüne Fläschchen dann herstellen können. Das ist nämlich ganz wichtig für uns, glaube ich. Habe ich so ein Gefühl. Na, ich will noch ein paar mehr Lampen herstellen. Ich finde die Lampen schön. Es geht schon wieder los mit dem. Ich baue nur die schönen Sachen. Ja. So, ich schaue mal gerade, Energieverbrauch ist noch okay, die Energieerzeugung. Wir brauchen, glaube ich, mehr Strom, lieber Gönner. Ja, wir brauchen mehr Strom. Ja, Moment, lass mich erst mehr Strom verbrauchen. Also wir sind jetzt, wenn man mal auf die Fabriken mit der Maus drüber geht, seht ihr gerade die Elektrizität. Jetzt ist sie voll. Deine Automatisierung ist übrigens fertig. Ah, okay. Ich check mal gerade, was wir brauchen für die... Robotertechnik brauchen wir Elektrotechnik 2. Bei dir ist das Spiel jetzt auf Deutsch, ne? Ja, tatsächlich. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Haha.
Okay, wir brauchen erweiterter elektronischer Schaltkreis, brauchen wir auf jeden Fall. Also fortgeschrittene Elektrotechnik sollten wir forschen, braucht aber dummerweise auch grüne Fläschchen. Wir könnten auch Geschütztürme mal forschen, das wäre auch eine feine Sache. Verarbeitung brauchen wir das. Oh, unbedingt. Ganz Dann machen wir wichtig. das doch. Dann würde ich sagen, rein 20 damit. Fläschchen. Jo, habe ich Gut. schon. Okay, dann baue ich jetzt nämlich Montagemaschinen, 5 Stück. Ja, was ist denn jetzt so unser nächstes großes Ziel? Also jetzt erstmal mein Auftrag, den ich mir jetzt selber so gegeben habe, ist, dass wir grüne Fläschchen automatisieren. Ja. Weil die selber zu bauen ist echt ein. Nee. Okay. Was brauchen wir für grüne Fläschchen? Ich gucke mal Das danach. ist, ja genau. Wir brauchen Knickarmroboter und Fließband dafür. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Montagestraße für Knickarmroboter herstellen. Und Ja. dafür brauchen wir elektronischer Schaltkreis, Zahnrad und Eisenplatte. Das heißt, uns fehlt für den Knickarmroboter, damit wir den automatisiert herstellen können. Eigentlich nur der elektronische Genau, Schaltkreis. und den müssen wir jetzt auch herstellen. Und den bauen wir jetzt Der mal. ist auch Eisenblatt, das heißt Kupferkabel. Wir brauchen jetzt eine Automatisierung für Kupferkabel. Ja, genau. So. Mir gefällt das. Ich finde das super. Okay, lass mal gucken. Kupferplatten haben wir hier sogar schon. Die werden gar nicht benutzt, oder? Genau, und Doch, das. werden sie wohl. Doch, Da die oben holen. gehen sie in die Fläschchen rein. Also ich pass auf, ich Ja. mache jetzt mal hier ein bisschen was. So. Jetzt da. Stahlverarbeitung übrigens beendet. Ich guck mal, was wir als nächstes machen. Okay. Also wie gesagt, mein Ziel wäre, auf die Robotertechnik so schnell wie möglich zu kommen, weil die halt echt hilfreich ist beim Bauen. Was hältst du denn von fortgeschrittener Metallverarbeitung? Dann haben wir Hochöfen. Oh, Hochöfen sind auch interessant, die gehen halt deutlich schneller. Brauchen wir allerdings grüne Fläschchen für. Das machen wir erstmal noch nicht. Gut. Machen wir erstmal nur was mit roten. Gut, also Kupferkabel. Was brauchen wir für Kupferkabel? Lass mich raten. Kupfer. Verdammt intelligent. So, pass auf, dann machen wir folgendes. Dann mache ich die jetzt hier nochmal weg. Ich versetze die nochmal um eins nach unten. Also hier geht ein Band dann durch und dann kommt der hier hin. Ich habe noch keinen Plan, so wirklich, wie wir die alle zusammenführen wollen, aber ich lasse dich mal machen. Pass auf, meine Idee ist jetzt, wir gehen jetzt hier mit einem Ja. Verteilerband her. Und Ah ja, zwar klar, die gibt es ja auch noch, diese Switchbänder, ne? genau hier. So, schwuppdiwupp. Jetzt gehen wir hier runter. Ah, das war jetzt nicht gut. Warte mal. Nee, nochmal weg. Es So war ein Feuer genau bauen, ja. um eins zu weit. Ja, ich weiß, was du machen willst. Moment, machen wir das mal so. Verteilerband. Mach mal die Forschung ein bisschen weiter, ne, während du hier baust. Ja, genau. So. Jetzt gehen wir hier rein. Kommen hier wieder raus. Jetzt haben wir da schon mal ein Kupferding. Das ist schon mal nicht schlecht. Was willst du denn herstellen in diesen Da kommt Anlagen? Überall die Kupferkabel. Okay, aber die Kupferkabel, die brauchen ja nur eine Kupferplatte. Dafür hätten wir die erweiterten gar nicht bauen müssen. Da hätten ja die einfachen gereicht. Ja, aber die machen das halt deutlich schneller, ne? Ah, okay. Also die sind halt im Speed besser. Ja. So, da kommt jetzt überall. Warte mal kurz, jetzt brauche ich noch welche. Da brauchen wir So. vor allem Strom. Ich lege mal kurz Strom daran. Genau, also ich versuche immer aus der Mitte rauszugehen, weil es einfach schöner aussieht dann. Passt. Okay. So, und das legen wir dann hier auf die Hauptroute. Jetzt warte mal, überleg gerade, wir gehen rauswärts am besten mit den ganzen fertigen Gütern. Gut. Ja, sehe ich auch so. Und dann So. haben wir die Kupferkabel, dann müssen wir die mit der Eisenplatte zusammenführen. Und daraus können wir dann wahrscheinlich Schaltkreise produzieren, richtig? Kann man das hier hinten noch abreißen, weil da Oh, werden warte wir mal. sowieso nie rankommen. So. Also, was können wir machen? Wir könnten Rohölaufbereitung, aber es braucht auch grüne Fläschchen. Ja, das ist halt blöd, ne? Grüne Fläschchen brauchen wir. Wir könnten zum Beispiel Militär forschen. Das dauert nur, kostet nur 10 Fläschchen und wir kriegen dafür ein Maschinengewehr. Was bei Alien-Angriffen schon deutlich interessant ist. Ich mach das mal. Moment. Lass mich mal Forschung ruhig Ach weitermachen. so, ja, Ach, okay. du hast Militär jetzt? Ja, ist Ich okay. habe, Das sind ja, die 10 Waffen, Fläschchen. ne? Ja, genau. Diese. Einfach mal ein bisschen MGs und so weiter. Ja, genau. Das ist So. gut. Ich So, kann jetzt. übrigens nicht schießen, wenn ich Leertaste drücke. Oder Was? muss dafür ein Gegner da sein? Da muss ein Gegner da sein. Ah, okay. So. Okay, dann haben wir die Kupferkabel. So, ich probiere das jetzt mal. Wir haben jetzt auch wieder neue. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Pass auf, wir haben jetzt die Kupferkabel. Jetzt brauchen wir die Schaltkreise. Die brauchen Eisenplatte und Kupferkabel. Warte mal ganz kurz. Ich bin auch mal ganz kurz am mit überlegen. Dann haben wir die Elektro. Wenn wir jetzt, guck mal, wo ich jetzt gerade stehe. Sagen wir, wir führen die Kupferkabel jetzt hoch.
Und bauen hier Sachen hin, die die Schaltkreise bauen. Dann hätten wir auf dem Band, wo jetzt hier diese Kupferplatten sind, auf der Höhe, hätten wir die Schaltkreise und dann die Gears. Reicht das schon? Wir brauchen die Eisenplatten auch noch. Okay. Ich würde das hier unten weitermachen. Da können wir nämlich direkt das Förderband, was hier schon rausgeht, können wir gleich noch drüber legen. Ja. Die Eisenplatten brauchen wir auch. Lass mal die Fabriken so bauen, dass die Eisenplatten von oben reingegeben werden. Ja. Und über die Eisenplatten wird das Fertige rausgegeben. Dann haben wir hier nämlich die grünen Fläschchen. Nee, gar nicht. Dann haben wir hier die Roboter, die gebaut werden. Und hier oben die grünen Fläschchen. Das ist perfekt. Warte mal, ich hab nämlich schon so ein bisschen... Meine Idee wäre es jetzt, das ungefähr hier hinzustellen. Nee, pass auf. Wenn wir hier... wenn wir genau hier, wo ich jetzt stehe, die Fabriken hinstellen. Ja. Für die... Moment. Achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Schaltkreise. Ja. Dann müssen dann liegen die... Dann geben wir die am Ende hier hoch. Dann sind die hier. Ja. Dann können wir hier, wenn wir hier eine Fabrik hinstellen, direkt auf die Eisenplatten zugreifen. Und auf die elektronischen Schaltkreise und von oben auf die Zahnräder. Ja, dann können wir die Roboter wieder drüber geben nach hier und dann können wir hier die grünen Fläschchen produzieren, direkt neben den roten. Du meinst jetzt, ich lasse jetzt hier bewusst mal ein bisschen Platz, damit wir da nochmal durchkommen könnten, falls wir mal den Platz bräuchten. So auf der Höhe ungefähr. Ja, genau. Mach mal so. Jetzt machen wir mal, wir brauchen davon aber in der Regel relativ viele, also werde ich auch mal ein paar mehr Montageeinrichtungen dahin bauen. So, warte mal, jetzt machen wir das mal so. So, jetzt kommt hier von unten. Ich plane schon mal, was wir brauchen. Da. Kupferkabel an. So. So, wir brauchen jetzt mal kurz gucken. Kupferkabel müssen rein. Ups. So, Kupferkabel können rein. Eisenplatten können von oben rein. Genau, und dann geben wir oben auf ein zweites Band direkt drüber, geben wir quasi die Schaltkreise ab. War das so deine Idee? Genau, die Schaltkreise sollen später hier auf dieses Band. Okay, ich brauche noch ein paar Knickarmroboter. Jetzt muss ich dann langsam... Leg mal eben Strom. Okay. Ah, das ist schon wieder... das gefällt mir. So. Okay, die laufen. Das heißt, wir produzieren jetzt Schaltkreise. Ah, unsere Fabrik hat schon ein bisschen Schaden. Ja, die aber noch nirgendwo rausgegeben werden. Ja, da ich kümmere mich gleich drum. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen, Stuff. Wir müssten unbedingt, das mache ich jetzt nochmal nebenher schnell. Und zwar, wir müssten unbedingt unsere Kupferförderung ein bisschen erhöhen. Oh. Weil die geht nämlich uns gerade ziemlich aus, sehe ich gerade. Ich guck mal kurz, was wir noch forschen können. Ich forsche mal... Militär 2, nein. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch Sachen, die grüne Fläschchen brauchen. Verteidigungstechnik haben wir noch. So, alles klar. Ich habe jetzt unseren Output an an Kupfererz, habe ich jetzt mal ein bisschen erhöht, in der Hoffnung, dass wir jetzt... schlicht und ergreifend einfach mehr Öfen laufen haben. Es laufen ja nur 2 von 5. Ah, okay. Ja, das sehe ich. Und deswegen produzieren die da hinten nicht so schnell, weil einfach nicht genug nachkommt. Ja, das ist auf jeden Fall gut. So, jetzt produzieren schon 3. Mal gucken, ob es reicht. 4. Schauen wir mal, das dauert natürlich ein bisschen, bis die sich auffüllen. Ja, du könntest auch hinten einfach... Die Linien, die du nicht brauchst. Ist aber egal. Wecken. Das kann sich ruhig ein bisschen puffern hinten. Okay. Weil wir können das ja auch noch erweitern dann. Ja. So, jetzt gehen alle. Dauert ein bisschen, aber es gehen alle. Wir könnten das zur Not auch noch mal ein bisschen erweitern, wenn wir denn wollten. Aber solange alle funktionieren, das reicht doch. Ist okay. Gut. Okay. Das Ding haben wir. Jetzt brauchen wir noch die großen Knickarmroboter. Hast du die schon gebaut? Nee, ne? Okay. So, dann mache ich das schnell. Aber von unseren Fabriken gehen auch nicht alle, habe ich das Gefühl. Aber es reicht erstmal. Ist erstmal egal. Zur Not müssen wir die Kupferproduktion erhöhen. Genau, so. Jetzt haben wir da die Electronic Circuits. Jetzt brauchen wir für den Knickarmroboter. Da brauchen wir jetzt eine erweiterte Fabrik. So. Bau mal die erweiterte Fabrik. Moment, ich baue die schnell. Wenn ich sie finde. Ich baue mal schnell welche, aber das dauert ein paar Sekunden. Wir müssen hier nochmal ein bisschen was wegmachen. Ja.
So. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Deine Forschung ruft nach dir. Oh ja. Ja, wir können aber im Moment nichts erforschen. Doch, wir könnten Verteidigung 2 machen. Ja, immer rein. Also das ist nie verkehrt. Alles, was mit roten Flächen geht, die haben wir ja eh im Überfluss. Okay, ich sehe noch kein Alien-Nest. Ich schaue immer mal wieder. Sicher ist sicher. Okay, also. Wir stellen jetzt mal auf. Die ersten, wenn wir sie haben. Wenn wir sie wollen. Da haben wir sie. Okay. Hier meinst du, ne? Ja, genau. So. Okay, ich check da mal. Wir wollen Knickarm-Roboter hier herstellen. Sind wahrscheinlich viel zu viele, aber sicher ist sicher. Brauchen wir wahrscheinlich später sowieso zuhauf die Knickarm-Roboter. So, das ist ein bisschen zu nah. Nee. Das muss. Ah, doch, ist ein zu nah, ja, klar. Ja, doch. Also, wir brauchen dafür die Schaltkreise, Zahnräder und Eisenplatten. Haben wir alles da. Wunderschön. Ja. Guck mal, was hier direkt sehr schön liegt. Genau. Gut, okay, dann baue ich jetzt nochmal ein paar Knickarm-Roboter, weil davon habe ich nämlich echt immer zu wenige. Gut, wir wollen das Eisen von unten haben, das kann ich schon mal machen. Gut, das läuft. Dann wollen wir... Ja, das dauert ein paar Sekunden, bis ich das machen kann. Schaut schon gut aus, Freunde, oder? Also... Ja, also die Idee mit dem Wiederhochgehen gefällt mir gut. Das passt halt alles so zusammen, ne? Ja, ja. Und vor allem, wir haben in der Mitte noch Möglichkeiten, mit eventuell Förderbändern nach oben zu gehen, falls wir mal da durch müssten. Später mal. So, ich baue jetzt ein paar Flutlichter. Ich sehe schon, dass es gerade wieder Nacht wird. Das merkt man gar nicht so, ne? Also, erst wenn die Lichter angehen. So, okay, jetzt kommen die Schaltkreise hier noch rein. Die werden auch nämlich permanent nachproduziert. Das ist schon mal super gut. So, und jetzt brauchen wir nur noch die Zahnräder. Und da brauchen wir dann wieder Energie für. Ich mache die mal so, dass es ungefähr mit deinen Stromleitungen, die du unten gesetzt hast, dass man das schön hoch verlegen kann. Nicht, dass wir ein Spinnennetz hier drüber bauen. Weil keiner mag Spinnennetze. Ich finde, sieht das ganz gut aus. So. Kann man später auch unterirdische Stromleitung verlegen? Habe ich zumindest noch nicht rausgefunden. Also du kannst dann irgendwann sehr große... Also dass man generell irgendwann los wird, ja. Ja, nee, also ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nicht. Zumindest aber vielleicht noch nicht. Wir können auch jetzt auch Solarpanels bauen, oder? Wir haben ja die Forschung dafür. Ja, aber die sind sehr teuer, ne? Diese Dinger. Okay. Also das ist so, vor allem die produzieren halt dann die Energie der Zukunft. Soll ich mal ein Radar bauen? Kannst du machen. Kannst du auch irgendwo am besten, wo viel Platz ist und Strom ist, hinsetzen dann. So. Ich nehme mal ein bisschen was von der Leiste hier weg. Würde ich mal ein bisschen in die Umgebung scannen. So. Okay. Also wir haben jetzt Knickarmroboter. Die geben jetzt natürlich unsere Knickarme raus. Oh, das funktioniert jetzt hier nicht. Doch, funktioniert, wenn wir das vertauschen. Mal gerade, was unser elektrisches Netz sagt. Das sagt... Alles gut. Ja? Oder heißt das Rote, dass wir mehr verbrauchen, als wir haben? Das kannst du ganz einfach... Nö, die Elektrizität ist gut. Okay. Also Strom ist gerade... Der Verbrauch ist quasi super. Wir haben jetzt noch ein bisschen Puffer. Energieverbrauch? Nö, das passt. Erst wenn beide Werte gleich sind, ist es ein Problem. Also wenn die quasi irgendwo sich gegenseitig limitieren. Ja, sehr gut. Gut, okay, wir haben die Knickarmroboter. Jetzt brauchen wir noch Eisenplatte und Zahnrad. Um Fließbänder herzustellen, automatisch. Wir wollten doch jetzt grüne Fläschchen, oder nicht? Ja, ja, aber wir brauchen ja ein Fließband dafür. Ah, die Fließbänder habe ich komplett vergessen. Dann lass uns die Fließbänder, dann lass es hier links machen, hier. Weil hier haben wir Eisenplatten und Zahnrad direkt. Ja, genau. Und rausgehen, das heißt, dann nach oben. Wir machen das so, dass ich das ungefähr... Ein bisschen Platz dazwischen wieder. Mit Platz, wie gesagt, das ist so das Wichtigste eigentlich in dem ganzen Spiel, dass man sich Platz lässt, damit man die Fabrik nicht zubaut. Das ist nämlich immer ganz blöd, wenn man dann so eine Fabrik einfach mal zugebaut hat. Weil dann muss man einen kompletten Forschungszweig oder einen Produktionszweig einfach neu irgendwo aufbauen, um eine Kleinigkeit herzustellen. Das ist dann immer saublöd. Ich muss aber sagen, dass wir am Ende der Folge angekommen sind. Ah, okay. Dann wir haben auch viel geschafft, diese Folge, die ganze Produktionsreihe hier. Das ist super, das ist echt klasse. Das Einzige, was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass wir die
Kupferplatten jetzt abgeschnitten haben hier rechts. Ja, das habe ich auch gedacht, aber die können wir vielleicht am Anfang dann nochmal splitten und kann es nicht außenrum oder so. Mhm, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Ja. Aber das kriegen wir auch hin. So, also, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Mach's gut. Ciao.